können wir auch Angriff? Sind wir erstschlagsfähig im Kommunikations- und Diskursraum? Um mal mit Ihrer letzten Frage zu beginnen. Ich glaube, wir müssen nicht erstschlagsfähig sein. Ich glaube, wir brauchen eine gewisse Glaubwürdigkeit. Das ist sicherlich etwas, was man aufbauen muss, was man sich verdienen muss. Wenn man dann Informationen preisgibt, dann hat man eine entsprechende hohe Chance, möchte ich mal sagen, dass wir eine Glaubwürdigkeit haben. Dann muss man nur noch dahinter die entsprechende Geschwindigkeit bewegen. Ich glaube, das, was Sie ansprechen, ist natürlich der Punkt, dass wir häufig nicht die Initiative haben, wenn so etwas verbreitet wird, sondern dann reagieren wir auf etwas. Da ist die Frage, wie wir reagieren in der Geschwindigkeit, aber auch mit wer dort reagiert. Und ich stelle fest, dass die Bundeswehr jetzt gerade auch in der Pandemie, die natürlich in der Gesellschaft sehr vertreten ist, dadurch, dass sie eine Menge Amtshilfe leistet, in der Spitze bis zu 17.000 Soldatinnen und Soldaten und unser gesamter Sanitätsdienst, das erzeugt natürlich eine gewisse Glaubwürdigkeit. Also da denke ich, dass man dadurch als Institution, als staatliche Institution natürlich eine Menge Vorschub leisten kann, dieses Vertrauen aufzubauen. Das verliert man dann auch nicht mehr so schnell. Und dann entsprechende Informationen dagegen halten, sagen, Achtung, da kommt eine zweite Meinung. Jetzt kommt sie von der Bundeswehr, über die vorher vielleicht diese Desinformation verbreitet wurde. Da stellt man gegeneinander und damit überzeugt man die Leute. Aber es ist immer einfacher zu verhindern, oder es sollte unser Ziel sein, zu verhindern, dass die Leute in diese Räume abwandern. Mhm. Zurückholen ist immer schwieriger. Mhm. Ja, weil dann vermutlich es auch zum Teil ideologisch wird, sie dann intensiver beeinflusst wird in ihren Chatrooms und in ihren geschlossenen Dingen. Das ist schwieriger, glaube ich. Ich denke, man muss diese Glaubwürdigkeit aufbauen, um entsprechende Einflussmöglichkeiten dann auch zu nutzen, die aber objektiv sein müssen. Also das muss, ich habe es mal gelernt im Einsatz, be the first with the truth. Ja, also das, was wir tun, das muss auch entsprechend glaubwürdig sein, um zu überzeugen.